Mir zugeschaltet ist jetzt Rainer Nowak, der Chefredakteur der Presse. Herzlich willkommen. Hallo, schönen Nachmittag. Einen wunderschönen Nachmittag. Wir haben heute ganz, ganz viele Wahlen, 4 Wahlen insgesamt, 3 davon in Österreich und natürlich auch noch eine ganz, ganz große in Deutschland. Zu der kommen wir auch noch zu sprechen. Starten wir in Österreich. Und zwar in Oberösterreich, da wird einerseits der Landtag gewählt, aber natürlich auch in Linz die Bürgermeisterwahl. Aber sprechen wir über den Landtag. Da ist es so, dass eben natürlich einerseits Landeshauptmann Stelzer hier möchte seine Position ausbauen. Und die Frage wird ja eigentlich sein, mit wem wird er nachher koalieren. Was denken Sie denn, wie schätzen Sie die Oberösterreich-Wahl ein? Na, Sie haben völlig recht. Also es geht eigentlich wie bei allen heutigen Wahlen, übrigens Island hat heute auch gewählt oder wählt heute auch, bei allen Wahlen darum quasi auch, was nachher passieren wird. Also es könnte sein, dass wir heute 3 Wahlsieger haben, 2 in Österreich, einen in Deutschland, aber eigentlich noch nicht wissen, wie es weitergeht, also welche Regierung wir haben werden. Fix ist, dass es eine von Thomas Stelzer geführte ÖVP, von der ÖVP geführte Landesregierung in Oberösterreich geben wird, das ist klar. Die Frage ist, wie hoch fällt sein Wahlsieger aus? Man geht von den 30ern, den hohen 30ern aus, schafft er eventuell den 4er, das ist natürlich möglich. Und wen nimmt er dann als Koalitionspartner? Weiter mit der Freiheitlichen Partei, die in Oberösterreich im Gegensatz zum Bund einen sehr konstruktiven und pragmatischen Kurs fährt? Oder geht er mit den Grünen und macht das, was im Bund war und was es in Oberösterreich schon einmal gegeben hat, noch einmal? Dann natürlich ist eben, ja, das ist immer die Frage. Dann haben wir da auch gleichzeitig eine Wahl in Graz. Da gibt es ja Siegfried Nagel, der Bürgermeister. Der hatte schon 18 Jahre als Bürgermeister dort Erfahrung. Wird wohl auch weiter heute unbestritten sein. Gleichzeitig haben wir in Graz diese in Österreich einzigartige Situation, dass hier die Kommunisten als zweitstärkste Partei, zumindest laut dem letzten Bürgermeisterwahlen, da auch hineingehen. Und auch andere traditionelle Parteien, wie zum Beispiel eben die SPÖ und die NEOS. Gut, die NEOS sind nicht traditionell, aber die SPÖ sehr weit hinten ist, denn dann kommt die FPÖ, die Grünen. Da wird auch die Frage sein, ob da sich das Verhältnis verschieben wird zwischen FPÖ und Grünen und wie da auch danach die Koalition aussieht, weil da gibt es momentan auch noch Schwarz-Blau. Gleich dazu, es gibt wirklich keinen undankbaren Job als am Wahlnachmittag zu analysieren, weil wenn man da daneben liegt, können sich wirklich alle noch dran erinnern. Also alles sehr, sehr schwierig, aber ich wage mich jetzt trotzdem einmal aus dem Fenster und lasse mich fallen, dass die gesamte Wahl natürlich gegen Sigi Nagel war, gegen den ÖVP-Spitzenkandidaten, der mir mal gesagt hat, es gibt Leute, die wissen gar nicht mehr, dass er bei der ÖVP ist, so lang ist er und so stark ist er als Bürgermeister der Stadt Graz. Man geht davon aus, dass er heute dennoch Verluste einfahren wird. Man geht davon aus, dass die KPÖ einmal mehr ein sehr gutes Ergebnis einfahren wird. So wie in Oberösterreich dürfte es für die Grünen nicht so schlecht sein. Der Zeittrend, der Zeitgeist hilft ihnen da ganz massiv. Sehr spannend wird die Freiheitliche Partei, die einen sehr, sehr radikalen Wahlkampf geführt hat und sehr xenophob die Plakate drucken hat lassen. Ob die da heute eine kleine Abfuhr bekommen, das steht zumindest oder das haben einige Beobachter so angedeutet und erwartet. Ja, das dürfte sein. Übrigens interessant, noch ein Detail zu Oberösterreich, scheint so zu sein, dass natürlich diese von allen belächelten und nicht ganz ernst genommenen Impfskeptiker, die eine eigene Partei gegründet haben, eine eigene Bewegung, dass die sehr gut liegen werden. Ob sie im Landtag einziehen werden, wird man sehen, aber sie scheinen sehr robustes Ergebnis zu bekommen und möglicherweise sogar vor den NEOS zu landen. Vielen Dank einmal für diese Einschätzung in Österreich und dann blicken wir noch nach Deutschland, denn das ist ja natürlich die Wahl, auf die nicht nur Deutschland und Österreich blicken, sondern auf die ganze Welt blickt, denn nach 16 Jahren Angela Merkel gibt es jetzt einen neuen Kanzler demnächst. Es wird wohl ein Kanzler sein, also es wird wohl entweder Armin Laschet oder Olaf Scholz sein. Olaf Scholz war ja vor einem Jahr als Spitzenkandidat angepriesen worden, war da aber bei 15%, aussichtsloser Dritter. Dann gab es zwischenzeitlich Annalena Baerbock, die auf Platz 1 gelegen ist. Die ist momentan wohl die Drittplatzierte, aber eben auch Armin Laschet, der CDU-CSU-Kandidat, der ursprünglich ja hier natürlich von der Partei her auf Platz 1 gelegen ist, also zumindest als Partei, aber er selbst hier Prozent um Prozent verloren hat, jetzt mittlerweile sich wieder ein bisschen zurückgekämpft hat und es wird doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, Rot gegen Schwarz in Deutschland. Wie schätzen Sie denn die Lage ein und was denken Sie denn, wer Nachfolger werden wird von Angela Merkel? Ich weiß, wieder so eine undankbare Frage, aber vielleicht wollen Sie sich da nochmal hinauslehnen. Oberösterreich und Graz tue ich mich leichter, wer erster wird, das ist in Deutschland de facto unmöglich. Ich glaube, die beiden Herren wissen das selber noch nicht. Fest steht aber, dass der Abstand wahrscheinlich nicht sehr groß sein wird und
dass, also das, was schon vor zwei Wochen fix war, dass Olaf Scholz ganz klar Nummer eins wird, das scheint nicht der Fall zu sein. Also es dürfte, wenn, auf jeden Fall knapper werden und vielleicht kriegt sogar die CDU, so wie zu Beginn des ganzen Umfrage, wie sagt man da, am Schweinebauchzyklus oder dieser unglaublichen volatilen Situation. Also wenn das Aktien wären, hätte ich schlaflose Nächte gehabt. Also das gab ja unglaubliche Auf und Ab. Am Schluss wird wahrscheinlich einer der beiden durchs Ziel gehen und da wird es dann vielleicht gar nicht so wichtig sein, wer es nochmal eins durchs Ziel geht. Der hat natürlich ein Momentum und hat natürlich mit Regierungsverhandlungsführung einen Staatsvorteil. Aber im Endeffekt wird es der sein von den beiden, der eine Dreierkoalition schmieden kann, die wird notwendig sein. Wird es Jamaika oder wird es die Ampel? Die Grünen tendieren natürlich zur Ampel, die FDP tendiert natürlich unter CDU-Führung zu Jamaika und dann gibt es noch die dritte Variante, quasi als Schreckgespenst, um die FDP, quasi dann doch für eine Ampel möglicherweise zu gewinnen, dass SPD und Grüne mit den Linken gehen könnten. Ja. Das wäre sicherlich eine große Veränderung in Deutschland der bisherigen Politik, das wäre eine massive Abkehr der bisherigen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Bei Jamaika und bei der Ampel ist das wahrscheinlich nicht ganz so radikal, bei der Jamaika sogar ganz sicher nicht. Da wird eher die Frage sein, schaffen es die Grünen, sich einer Jamaika-Variante zu entziehen, wenn Laschet doch vorne liegt. Es gab jetzt sogar einige Experten, die die deutsche Variante oder die deutschen Variante reingebracht haben, also sprich Schwarz-Rot und eben dann noch Gelb dazu, also nicht Schwarz-Rot-Gold, aber Schwarz-Rot-Gelb. Je nachdem auch, wer dann eben vorne ist, halt stellt den Kanzler. Halten Sie das für realistisch? Halte ich für völlig ausgeschlossen, weil, also, wenn man sich schon eine Dreierkoalition antut, dann wenigstens eine neue Variante. Aber die Fortführung einer großen Koalition mit einer Stützung von Christian Lindner halte ich für eher ausgeschlossen, weil was hätte die SPD davon? Da wären alle anderen Varianten viel angenehmer für sie. Unter uns sogar, was hätte die FDP davon? Sich da hinten quasi, das wäre dann das hinte Rad am Wagen. Also halte ich für eher ausgeschlossen. Und vielleicht noch eine letzte Nachfrage. Sollte Armin Laschet nicht Kanzler werden, dann ist er wohl auch an der Spitze der CDU-CSU-Geschichte, nehme ich an, oder? Davon gehe ich aus. Vielen Dank. Dankeschön, Rainer Nowak, Chefredakteur der Presse. Dankeschön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ihnen auch noch einen schönen und wahrscheinlich auch einen sehr vielbeschäftigten Wahlsonntag. Schönen Wahlsonntag. Das könnte eine lange Wahlnacht werden. Ja, danke. Absolut. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederhören.